Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Batman 3. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach jeden Anfang gleich mache, aber egal. Wir spielen heute das Revier der Gier, und zwar nicht die Geschichte, sondern das freie Spiel, weil wir gesehen haben, welchen roten Stein gibt's da? Scheiße. Ich glaube, es war der Mini-Kit-Detektor. Ja, oder der. Der Charakter. Der Charakter. Detektor. Ja, du musst bestätigen. Habe ich schon. Du musst bestätigen. Ich muss bestätigen. Wäre da nicht die. Oh, ich habe einen Presslufthammer. Cool. Da kommt eine Biene. Ich dachte gerade schon, das wäre es gewesen. Das ist einfach nur so ein bisschen random. Sie töten. Nett. Hier sind noch die ganzen Sachen für den Gefahrenanzug von Robin. Dann. Du hast deinen Job erkannt. Robin ist der einzige mit Gefahrenanzug, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, Lex Luthor hat auch noch einen. Wie viel brauchen wir davon? Und haben wir schon irgendwo was verpasst? Nein, nein. Irgendwas muss hier. Hallo! Willst nicht? Brauchen wir das Gehirn. Ja, Brainiac. Und dann brauchst du noch eine Lantern. Okay, was brauchen wir nicht? Ja, dann kommen wir. Robin, was machst du da? Kannst du die nicht einfach normal umlegen? Oh, das ist ein wahrer Held. Ja. Ja, das geht jetzt mittlerweile ganz schnell. Was brauche ich da? Ein Bohrer. 35 habe ich mittlerweile. Jetzt kann ich hier für Grundy. Bohrer. Und du hast ein Minikit freigebaut. Hier muss ich von außen. Ja. Weil man durch das Wasser nicht durchfliegen darf. Nein. Das ist Wasser. Das ist ganz gefährlich. Das schmilzt man. Was? Kennst du nicht den Zauberer von Oz? Die böse Hexe, die mit... die nur durch Wasser schmelzen kann, weil sie so dreckig ist. Ah, und du hast einen Raketenwerfer gebaut. Ja, und der ist aber story-relevant, den hatten wir damals auch schon. Ja. Yeah. Maybe not. Maybe doch. So, eins brauchen wir noch. Hast du noch nie was von Fenster? Hä? Fanservice? Für den Comic-Captor so. Haben wir Martian Manhunter dabei? Warum auch immer, der kann's auch. Deadshot kann's auch. Hinterfragen wir es aber nicht. Ich hab aber irgendwas gefunden hier. Ah! Hey. Da erklärt sich das, glaube ich. Dann mache ich das mal eben kurz, weil ich habe schon einige Teile. Ich habe schon 30, glaube ich. Oder? Noch nie was vom Fanservice gehört? Was willst du denn? Ah, 35 habe ich ja schon. Vielleicht kriegen wir das hier raus. Ernsthaft? Geht das nicht etwas schneller? Weil da vielleicht da was gebaut wird. Achso. Okay. Okay. Da unten ist eine goldene Blume. Jo, ich hab sie gesehen. Ja, moin.
Cutscenes helfen einem immer weiter. Fantastisch! Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann! Ah, das war das. Das ist dein Logo! Den einen Charakter haben wir schon, die anderen beiden Charaktere gibt's drüben. Es fehlt aber noch was Minikit-mäßiges. Hier brauchen wir den. Ich komm schon. Licht dann zu. Ich weiß, wie komm ich rüber? Kannst du gucken, ob du mir irgendwie was noch mit kannst? Ja. Weil theoretisch bräuchtest du dann ja einen fliegenden Charakter, der das kann, oder? Da haben wir einen hellen Charakter. Mir wäre es auf jeden Fall neu. Ich zeig's einfach wieder zurück. Mal gucken, ob er es noch hat. Ja. Und das ist das letzte Minikit. Aber hier, Cyborg. Hallo. Oh wow, ich brauche nur eine Treppe oder was? Hier ein Ding. Was? Ein Ventilator, dann kannst du dich damit hochpusten. Oh wow. Dieses Flugzeug. Es ist einfach der rote Stein gewesen. Oh, wir brauchen einen starken Charakter für. Ich habe uns gerade einmal den roten Stein geholt, indem ich der Statue einen Dings gezeichnet habe. Wenn ich einen da habe, kann ich auch mal. Ach, das ist Adam West, der ist im Mund von diesem von dieser Statue gefangen. Und ich reiß der Statue jetzt gerade die Zähne aus. Spielt jetzt mal Zahnarzt. Damit er darauf. Ich spiel mal, das ist manchmal so skurril. Shazam und Superman sehen sich halt so ähnlich. Naja, es geht. Ja, wir haben beide einen Umhang, haben beide dieselbe Lego-Kopffrisur. Nee, wir sehen die Fett schon da. Yay, nächstes geht. Wir fliegen mal nach ganz vorne, da hast du dann so ein Bett. Na lol, einfach Donkey Kong. Ja! Oder so ähnlich. Das, wie heißt das? Super Monkey Ball oder da. Oh ja, dieser böse Troll von Nintendo. Haben wir denn jetzt. Warte, wie viele Charaktere haben wir? Charaktere haben wir bisher nur einen. Das heißt, uns fehlen noch ganze zwei Charaktere hier. Ich habe was gefunden, aber ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, was wir da vorne machen. Na lol. Ernsthaft? Ich kann nicht einfliegen. Mein Bad-Kit. Okay, Bad-Kits haben wir jetzt alle in dem Bereich. Uns fehlen noch zwei Charaktermarken. Was hast du jetzt gerade gemacht? Ich habe einfach nur auf diese platinen Stampfattacke gemacht. Wie machen wir eine Stampfattacke? A und B. Wow. Das erste Mal, dass eine Stampfattacke requested wird. Wir haben die. Ja. Oh, Junge. Weißt du es? Der Nett ist einfach zu stark. Nee, das müsste irgendwas anderes sein, was wir machen können. Weil das konnten wir auch damals machen, oder? Wir hatten ja den Green Lantern dabei. Ja. Ich guck mal kurz. Wir werden es ja wissen. Weil das hätten wir theoretisch auch damals machen. Es sei denn, es kommt bei noch irgendwas, was wir damals nicht konnten.
unterstehe ich mich jetzt wegzuhauen. Nein, hat er nicht. Er hat mich nicht mehr getroffen. Ah ja. Es gab was, was wir nicht machen konnten. Okay, dann sind wir damit auch durch. Den guten Cyborg-Bomb, ne? Cyborg. Batman kann das, glaube ich, auch. Oder Cyborg ja, Batman kann es auch. Aber Cyborg kann es auch so. Kann es auf jeden Fall. Es ist egal, wen man nimmt. Und das ist das Letzte. Yay. Ohne es zu überspringen. Und dann schauen wir uns, wo der letzte Charakter-Token ist. Schauen wir uns an, wo der letzte Charakter-Token ist. Immerhin haben wir jetzt den Charakter-Token für Finder. Yay. Ach ja. Müssen wir noch kaufen. Ja, guck, wir haben eine Viertelmillion schon wieder. Ja, es geht jetzt auch. Geht schneller. Perfekt. Aber immerhin haben wir jetzt einen richtig guten Charakter schon freigeschaltet. Ja. Ja. Den müssen wir noch kaufen. Ja, der wird vermutlich einiges kosten. Ja, du warst jetzt sehr glücklich. Eine ja. Neue Laterne, juhu! Welche Farbe wollen wir als nächstes? Oh, und wir kriegen doch noch. Ich frage, die werden jetzt, glaube ich, nicht multipliziert, oder? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. I don't know. Trigger Orange. Wow. Okay, wow, interessantes. Der ist schon cool, der ist schon wild. Und wieder ganz viele goldene Steine. Eins. Zwei. Drei. Ja. Ich dachte nämlich, der wäre im zweiten Teil gewesen, aber nein, war er nicht. Er ist nämlich hier bei diesem gigantischen Riesenhund, das uns anschießt. Warum auch nicht? Und dann haben wir das auch schon. Das war's mit dem Charakter. Mal gucken, wer das war, der uns jetzt so viel Probleme bereitet hat. Und wen gab's für uns? Immer noch wahrer Held. Adam West ist immer noch gerettet. Kilowog. Imagine, man kennt den. So, damit wäre das Revier der Gier zu 100% abgeschlossen. Und ich würde sagen, man hört sich in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Adios.